Der Bremer Senat diskutiert die Möglichkeit, den Wohnheimbau für Studenten in die Wohnraumförderung zu integrieren. Dies war bisher absolut ausgeschlossen. Bürgermeister Jens Börnsen sieht dringenden Nachholbedarf bei der Schaffung von Wohnheimangeboten. Die Anzahl von 500 Studenten auf den Wartelisten des Studentenwerks sei ein eindeutiges Anzeichen für die Notwendigkeit der Maßnahme. Börnsen sei stolz darauf, dass Bremen bei jungen Akademikern so beliebt sei. Nun müsse man dafür sorgen, dass sie sich hier auch wohlfühlen. Bremen müsse sich ein Beispiel an anderen Bundesländern nehmen und die Schaffung von Wohnheimplätzen fördern. Kritik kommt aus der Fraktion der Linken. Schon seit 2011 fordere die Partei eine bessere Unterbringung der Studenten. Anstatt Grundstücke am Campus privaten Investoren zu verkaufen, solle der Senat endlich handeln.